Und weiter geht's auf meiner Liste. Ich hoffe, ich habe alles relativ lückenlos aufgenommen und alle Aufnahmen sind gelaufen. Ich habe es Odyssee genannt. Schlimm, schlimm. Hoffentlich wird die Odyssee nicht so lang wie die der dritten Staffel. Das passiert halt manchmal, dass ich mich hoffnungslos verlaufe, weil ich sterbe. Ah, okay. Was ist das für ein Material? Ist das Ding aus Käse? Ist das Eis? Es scheint Eis zu sein. Schnee? Was ist es? So wird das nichts. Sieht nach Schnee aus. Hier, es geht auf jeden Fall schnell mit dem Werkzeug. Das ist auf jeden Fall Eis am Boden, dann wird es wohl Schnee sein. Und zwar der Water Shader sorgt dafür, dass Schnee, Eis, Schnee sieht noch einigermaßen gut aus, Eis sieht scheiße aus und die Portale in die Nether sehen nicht so gut aus, weil sie den gleichen Shader-Tick wie Wasseroberfläche benutzen. Papa, dafür sieht das Wasser umso besser aus. Was? Wo geht's denn hier lang? Warum sind hier Eisbären? Und warum liegt hier Stroh? Keine Ahnung, wie weit ich weg bin. Aber ich bin weit weg. Und da rein. Weit weg von jeglicher Zivilisation. Aber die Chank-Eros, die sind hier in der Nähe ganz viel vertreten. Ich habe das Gefühl, dass ich gerade quer nach Westen laufe durch den Wald, indem ich mich in die andere Richtung am Anfang der dritten Staffel verlaufen hatte. Kätzchen! Ich hätte lieber die Wölfe, die harmlosen guten Wölfe. Interessanter Chank-Error. Zwei einzelne Felder. Sehr verdächtig. Ich muss aufpassen, dass mein Rechner nicht überhitzt, so wie er hier dauernd Leistung bringt. Wüste. Keine Ahnung, wo ich hier bin. Ich werde wahrscheinlich gleich einen Boot bauen müssen. Habe ich das Holz dafür? Jo. Wo da? Eine neue Millionärsiedlung im Nordosten, da wo die ganzen Pferde rumhüpfen. Costumbre Maya, das ist Costumbre. Klingt nach Custom. Schöner Chank-Error. Naja, ich laufe lieber der Kompassnadel nach, statt hier irgendwelche archäologischen Ausgrabungen zu machen. Ich will mich nicht ablenken lassen, ich will nur, dass die Episode kurz wird. Die Staffel kurz wird. Wow, Loch im Boden. Ah. Komm, ich habe genug Lebensmittel dabei, um den ganzen Weg zurückzurennen. Dann mach es doch einfach mal. Ohne gegen die Wand zu rennen! Boing! Wie soll ich denn mit so viel Bildern pro Sekunde steuern? Da ist ein Pferd im Baum. Ich glaube es kaum. Nein, du bist jetzt hier hoch. Nein, weitergehen.
viele Löcher zum Ausweichen. So wenig Zeit. Mann! Ich habe doch keine Zeit für diese scheiß Hüpforgien. Na, jetzt zeigt auf diesem hohen Berg. Wo kommt denn jetzt das Wasser aber schon her? Von Spiel oder von Internetmusik? Ich bin verwirrt. Dieses Schaf da oben. Oh Mann, nack! Wichtig, ich brauche jetzt, ich habe nur ein Eisen über. Scheiße! Na gut, zwei tote Schafe sind auch gut. Kann gut sein, dass ich noch übernachten muss. Auf dem Weg ein paar Schafe erledigen für das Bett. Na, komm her. Nur das Nötigste. Nein, nicht Standbild aufs Schaf starren. Einfach mal das Schaf töten. Okay, Kompass, wo zeigst du mir hin? Mehr merkwürdiger Kompass. Na los, lauf! Nein, nicht in die Schlucht rein. Eine sehr schmale Schlucht. Ah, keine wirkliche Schlucht. Beliebte letzte Worte. Das ist keine Schlucht. Ah, Mann, oh Mann. Das vergrößert den Speicherstand der Welt wieder ungemein. Aber ich bin immer noch auf dem Hauptbahn hier und ich bin nicht großartig durch die Gegend gesegelt und ich laufe hier durch einen Riesenwald. Das ist krass. Ich kann es kaum erwarten, mit einem Zeppelin hier rüber zu fliegen. Ganz langsam. Dann im zehnfachen Zeitraffer das abzuspüren. Mit großer Sichtweite. Ja, wenigstens ist das keine allzu frustrierende Episode. Sie ist halt nur etwas länger. Macht nichts. Dafür, dass es eine Spezialepisode mit Quiz war, darf sie bis zu doppelt so lang werden. Kein Ding. Dass ich die extra Zeit jetzt brauche, ist etwas ärgerlich. Vielleicht habe ich ja noch Glück und die Episode ist, die Staffel ist nicht so lang. Trotz dieser unfreiwilligen Odyssee, so Karte, mein Kompass, mal ganz schnell wieder hier hingucken.